Wir drehen heute Reels und zeigen dir 5 super coole Übergänge, die auch sehr, sehr einfach sind. Let's go! Der Übergang Nummer 1 ist in ein Video reingehen und wieder rausgehen und dann aber von derselben Seite dieselbe Person geht wieder rein und wieder raus. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber super easy. So, also du stehst jetzt schon perfekt, super. Das heißt, wir nehmen jetzt eine kurze Sequenz auf und geht doch mal nochmal aus dem Bild raus. Warte, ich gehe am besten hier hin. Und wenn ich los sage, gehst du einmal hier hin, winkst und gehst wieder raus. Ja? Und zwar mache ich jetzt hier. Und los. Super, das war schon eigentlich die erste Sequenz. Es ist auch nicht schlimm, wenn sie ein bisschen länger ist. Machen wir genau dasselbe nochmal an dieselbe Stelle. Und wenn ich los sage, dann gehst du hier hin und machst das Peace-Zeichen und dann gehst du auch wieder raus. Ja? Okay, und wenn wir jetzt, muss ich ein Outfit-Change machen oder? Das ist eine super Idee von der Christine, auch um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, vielleicht mal ein anderes Outfit zu wechseln. Sehr gut. Yay! Yeah. So, das heißt, Moment. Und los. Wir haben jetzt 2 Videos gedreht und jetzt zeige ich euch, wie man die zusammenschneidet, dass der Übergang schön ist. Also, wir haben jetzt diese 2 Sequenzen gedreht und jetzt gehst du auf diesen kleinen Pfeil, der nach hinten zeigt. Jetzt sieht man die 2 Sequenzen und ich gehe jetzt auf die erste und dann auf diese Schere. Wenn ich da drauf geklickt habe, schneide ich von hinten ein bisschen ab. Ungefähr gerade, wo Christine aus dem Bild raus ist, hier. Und kürze es. Und genau dasselbe mache ich mit der 2. Sequenz von vorne. So, wo haben wir sie? Hier. Und auch von hinten. So. Wenn ich das jetzt kürze, dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. So, kommt rein, geht raus, hier vielleicht ein Outfitwechsel und dann, ja, genau dasselbe. Das war's. Übergang Nummer 2 nenne ich immer gerne ins Haus rein und wieder raus. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das meine mit unserem Model Christine. Du brauchst dafür wieder eine 2. Person und eine Wand oder eine Mauer, gegen die du dich jetzt gleich, also Christine, sich gleich fallen lässt. Und zwar, du stehst jetzt gut und wenn ich los sage, lässt du dich so an die Mauer fallen, ja? Ja. Okay. Oder wenn ich 3 sage, ist es besser. 1, 2, 3. So. Habt ihr gesehen? Ich bin mit dem Handy mitgegangen. Das war der Take Nummer 1. Video Nummer 2. Drehen wir eigentlich die Perspektive. So. So, wir haben jetzt die Position gewechselt und jetzt kommt es zu Take Nummer 2. Und zwar, du lehnst dich zuerst dran, so. Und wenn ich 3 sage, lässt du los und gehst los, ja? So. 1, 2, 3. Ja. So, das war Nummer 2 und jetzt bearbeiten wir die 2 Sequenzen. Wir starten wieder mit der 1. Sequenz. Selbes Spiel, wieder auf die Schere drauf. Und da schneiden wir von vorne etwas ab. Und zwar ungefähr hier, wo sie noch gerade gestanden hat. Und von hinten auch etwas ab. Und zwar hier. So. Kürzen und dann gehen wir in die 2. Sequenz. Und dort schneiden wir auch wieder von vorne etwas ab. Ungefähr hier. Und das kann eigentlich offen bleiben. So, kürzen, gucken wir uns das Ergebnis an. Vorschau. Et voilà. Wie einfach das geht, hätte ich das gewusst, dann hätte ich auch schon ein paar Reels mehr gedreht. Und wie schnell die auch geschnitten sind. Ja. Das heutige Shoutout geht an die liebe Julia Förkolb. Grüße an dich. Und wenn du auch ein Shoutout in einem unserer YouTube-Videos gewinnen willst, dann mach einfach einen Screenshot von diesem Video und teile es in deiner Story. Vergiss nicht, uns zu verlinken.
Übergang Nummer 3 ist Springen mit einem kleinen Twist. Dazu bräuchtest du im besten Fall eine zweite Person. So, wir haben hier einmal die Christine, die jetzt gleich springen wird, und ich werde sie mit dem Reel aufnehmen. Das heißt, erste Sequenz, ich halte auf sie drauf und wenn sie springt, wenn sie hochspringt, gehe ich schnell mit dem Handy nach oben. Probieren wir es mal aus. Auf 3. 1, 2, 3. So, Take 1 haben wir jetzt im Kasten. Jetzt wechseln wir die Location. Wir haben jetzt die Location gewechselt. Super für das Bild, schlecht für euren Sound jetzt, aber das ziehen wir jetzt durch. So, Video 2. Ihr haltet nach oben und auf 3 springst du nochmal, ja? 1, 2, 3. So, das heißt, Video 2 haben wir jetzt auch und jetzt schneiden wir das zusammen. Bei der Bearbeitung gehen wir jetzt zuerst in das erste Video rein und da auch nochmal auf die Schere und schneiden von hinten ein Stückchen ab. Und zwar, Christine springt hoch, ich gehe mit der Kamera hoch, hier, so kürzen und bei der zweiten Sequenz auch wieder in die Schere rein und da kürzen wir von vorne und zwar in etwa von hier, nee, von hier. Und wie sie springt. Jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Sie springt hoch und runter. Übergang Nummer 4 ist wirklich der allereinfachste Übergang, und zwar das Wegdrücken. Und dafür brauchst du auch noch mal eine zweite Person. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. So, wenn ich 3 sage, also 1, 2, 3, dann gehst du auf mich zu und irgendwann machst du den hier, ja? Ja. Okay. Und los. 1, 2, 3. So, ich bin halt mit der Kamera, mit ihrem Schwung mitgegangen. Der nächste Step wird sein, dass ich mit der Kamera einfach nochmal zurückkomme und sie immer noch auf mich zugeht. Das ist zum Beispiel auch so ein Moment, wo ein Outfit gechanged wird. Let's go. Nochmal zurück. Perspektivwechsel. Wenn ich die Kamera auf dir habe, dann gehst du einfach, kannst du auch schon vorher, geh ein bisschen weiter nach hinten und geh schon mal los. Geh los. Okay. So, und das bearbeiten wir jetzt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir gehen wieder in die erste Sequenz rein, dort auf die Schere und schneiden da vorne etwas ab, wo sie läuft, und hinten schneiden wir auch ein bisschen was ab, kürzen. Bei der zweiten Sequenz genau dasselbe. Da schneiden wir vorne etwas ab, ungefähr hier. Und noch ein bisschen vorne. Und dann gucken wir uns das jetzt alles an. Vorschau. Ja, das war's. Wenn du dich jetzt fragst, oh Carina, das ging mir alles viel, viel zu schnell. Wir haben dir hier ein Video verlinkt, wo dir wir wirklich Step by Step ein Reel erklären. Der letzte Reel-Übergang ist auch super easy und hat mit einem Gegenstand werfen zu tun. Dafür brauchst du wieder eine zweite Person und du stellst dich in etwa so die Entfernung hin. Und wenn ich los sage, wirfst du die Flasche nach oben und ich gehe mit der Kamera der Flasche entlang. Okay, und los. Ja, super. Wenn du das erste Mal den Gegenstand nicht gefangen hast, ist nicht so schlimm. Beim zweiten Take solltest du ihn fangen. So, dieselbe Abstand und ich würde sagen, bei los wirfst du hoch, ja? Und los. Yeah! Und jetzt bearbeiten wir das Reel. Dafür gehst du in die erste Sequenz rein, da wieder auf die Schere drauf und schneidest von vorne ein bisschen ab und auch wieder von hinten. So, kürzen, in die zweite Sequenz reingehen, auch wieder auf die Schere, da auch wieder, Moment, ich sehe nicht viel, hier, in etwa von hier. Das war's, perfekt. Wir schauen uns das Ergebnis an. Super. Wir haben dir hier noch ein Video mit einer Step-by-Step-Anleitung, wie du Reels erstellst, verlinkt.